Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Andi Arndt. Hallo Andi, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, Namaste. Ich bin Andi Arndt. Ich bin Autorin aus Berlin und ich arbeite häufig dort, wo andere Urlaub machen und schreibe dann Romane darüber. Das hört sich jetzt spannend an. Wo andere Urlaub machen, möchtest du mehr dazu erzählen, was du da machst? Ja, gerne. Also zuletzt war ich 2 Jahre in Nepal und habe dort den Wiederaufbau von Schulen begleitet nach einem heftigen Erdbeben. Ich komme so aus der NGO-Szene, also NGOs, das sind Hilfsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, die dort ins Land kommen, wo andere, wo die Länder selbst sich nicht helfen können. Also zum Beispiel eben zuletzt in Nepal, da war ein heftiges Erdbeben und dann war die Regierung überfordert mit dem Aufbau, Wiederaufbau und dann kommen dann Hilfsorganisationen ins Land und helfen dann den Menschen. Und du gehörst zu denen, das finde ich total klasse. Toll, dass du das machst. Danke. Welches Buch hast du denn heute mitgebracht? Ich habe heute einen neuen Roman mitgebracht, der auch in Nepal spielt. Und der Roman, der heißt Das Herz des Leoparden. Und darum geht es um eine Frau, Margot, die muss das alles verlieren, um ihre innere Stärke zu gewinnen. Und ja, das ist ein universales Thema, das viele angeht und das in diesem Fall einfach vor dieser exotischen Kulisse in Nepal spielt. Ich bin wirklich sehr neugierig, gerade mit dem Wissen, dass du ja auch da warst. Finde ich sehr spannend. Das ist ja nicht so üblich, ne? Die meisten, die schreiben ja ein Buch über irgendeinen Ort, entweder fiktiv oder den es wirklich gibt und sie waren noch nie da. Daher bin ich wirklich sehr, sehr neugierig und ja, wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen. Ja, ich würde gerne kurz zum Einstieg erstmal den Klappentext vorlesen tatsächlich, damit man so ein bisschen einordnen kann, worum es da geht. Und dann lese ich gerne eine meiner persönlichen Lieblingsszenen. Zunächst also zum Klappentext, Das Herz des Leoparden. Nach ihrem gescheiterten Versuch, in Berlin wieder heimisch zu werden, flüchtet sich Margot in eine neue berufliche Herausforderung nach Nepal. Als Projektleiterin will sie nach einem Erdbeben dringend benötigte Schulen aufbauen. In Kathmandu begegnet sie Sanjay und fühlt sich mit ihm in der fremden Kultur endlich wieder lebendig. Als sich verdächtige Vorfälle häufen, glaubt Margot einem Korruptionsfall auf der Spur zu sein und schafft sich mächtige Feinde. Wem kann Margot trauen? Erst als sie alles verliert, besinnt sie sich auf ihre innere Stärke. Margot lernt, Schmerz in Jubel zu verwandeln und die Bruchstücke ihres Lebens neu zusammenzufügen. Das war also der Klappentext des Buches. Ich lese aus dem Kapitel 17. Hier begeben wir uns in den Dschungel Nepals. Das ist das Herzstück des Romans. Und hier begegnet Margot das Herz des Leoparden. Der Fahrtwind spielte mit ihren Haaren, sie flatterten im Wind wie Gebetsfahnen. Das wummernde Motorengeräusch der Royal Enfield erfüllte die Luft. Margot spiegelte sich an Sanjays Rücken. Plötzlich gefiel ihr das Getöse. Sie schnupperte und konnte unter ihrer Atemschutzmaske die klare Luft erahnen, obwohl sie auf seinen Rat hin ein Halstuch vor Mund und Nase gewickelt hatte. Sanjay hatte ihr sogar einen eigenen Helm besorgt. Die nepalesischen Beifahrerinnen um sie herum waren in bunte Saris gehüllt oder trugen die traditionellen Pumphosen mit dem halblangen Oberteil darüber. Häufig saßen 3 bis 4 Personen, Frauen und Kinder des Fahrers, auf dem Sozius, nur der Fahrer trug einen Helm. Der Weg war nicht weit, keine 200 Kilometer, doch die längste Zeit über war die Fahrbahn brüchig, von Schlaglöchern übersät wie ein rauer Teppich. Oft kamen auf der zweispurigen Straße auch auf der eigenen Seite Fahrzeuge entgegen. Eine Armada aus Mopeds, Motorrädern, bunten Kleinwagen und den eigentümlichen weißen Minitaxen zwängte sich an den unzähligen Lastwagen vorbei. Voll beladen mit Sand, Wasserflaschen oder lebenden Ziegen, deren verängstigtes Gemecker sogar den Motorenlärm übertönte.
Margot umschlang Sunshine mit beiden Armen und genoss den Fahrtwind, der sie unter ihrer Atemschutzmaske kitzelte. Die eigentümliche Melodie des Motors, das Kohlenmonoxid der Abgase ließen sie fast einschlummern. Obwohl sie gut eingepackt war, nahm sie Sunshines Geruch wahr. Patchouli? Sie atmete tief ein und schloss die Augen. Jetzt war sie glücklich und wiederholte grinsend ihr Mantra. In diesem Moment ist alles gut. Ein wohlig, weiches, warmes Gefühl durchströmte ihren Körper in Wellen. So fühlte sich Liebe an. Sunshine drehte sich zu ihr um, als hätte er gespürt, was in ihr vorging, und sagte, ist das nicht fantastisch? Zusammen genießen wir sogar den Staub von Kathmandu. Sie lachten. Wir sagen Dulumandu, das heißt Staubmandu. Er lachte wieder, als hätte er es zum ersten Mal gehört. Sunshine gab Gas und überholte einen schweren Lastwagen, vollgeladen mit Sand. Der Fahrtwind trug feine Sandkörnchen, sie rieselten auf die beiden herab und bildeten eine zusätzliche Staubschicht. Marco überlegte, ob sie würde duschen können. Wieder beantwortete Sunshine ihre Gedanken. Ich kenne ein schönes Eco-Resort in Chitwan. Dort werden wir heute Nacht bleiben. Er konzentrierte sich auf den Verkehr, dann fuhr er fort. Sehr nette Menschen betreiben es. Ich kenne sie schon lange, eine Französin und ein Nepali. Sie haben eine kleine Tochter. Ein wunderschöner Ort mitten im Dschungel. Von dort aus können wir einen Jungle Walk machen. Wir gehen an den Rand des Nationalparks. Dort verbringen wir die zweite Nacht und wenn wir Glück haben, sehen wir Leoparden. Und wir haben Glück, nicht wahr, meine süße Mango? Ihr Herz klirrte vor Freude. Sie unterdrückte ein Jauchzen, als sie fühlte, wie jedes Atom ihres Körpers vibrierte. Ein Schauer durchfuhr sie von den Haarwurzeln bis in die kleinen Finger und Zehen. Sie zuckte zusammen und hielt seine Hüften fest umklammert, um nicht vom Motorrad zu fallen. Margot spürte, dass dieser Moment einzigartig war. Sie konzentrierte sich vollkommen auf das Hier und Jetzt. Obwohl ihr Ziel keine 200 Kilometer von Kathmandu entfernt war, planten sie den ganzen Tag für die Anreise. Margot kannte die Straßenverhältnisse inzwischen gut genug. Hier dachte man in anderen Dimensionen. Nachdem sie einige Zeit nach Westen gefahren waren, drifteten sie Richtung Süden. Die Temperatur änderte sich. Von Kilometer zu Kilometer wurde es wärmer. Margot spürte die Sonne auf der Haut, was ihr Glücksgefühl noch verstärkte. Während sie der ewig lang gezogenen Hauptstraße folgten, bildete sich ein Schweißfilm unter ihrer Jeansjacke. Der Fahrtwind wurde wärmer, die Luft weicher, geradezu klar. Die jetzt flache Landschaft flog an ihnen vorbei, ein Dörfchen hinter dem anderen, aufgereiht wie Perlen an einer Gebetskette. Grob gehauene Latten umzäumten die kleinen Holzhäuser, die trotz des Staubs in kräftigen Farben leuchteten, als strahlte unter der ewigen Staubschicht das Glück hervor. Der feine Staub gehörte zum Leben in Nepal wie ein treuer Begleiter. Vor einigen Hütten ruhte mit ausladenden Hörnern ein Wasserbüffel. Das glatte, schwarze Fell glänzte in der Sonne, wo er ein Schlammbad genommen hatte. Der Nasenring war mit einer langen Schnur an den Holzpfahl gebunden. Auf seinem Rücken hockten in einer Reihe kleine Vögel, pickten Ungeziefer, eine friedliche Koexistenz. Irgendwann erreichten sie eine winzige Straße, eher einen Schleichweg, vorbei an vereinzelten Häusern, dann erreichten sie ein Dorf und hielten vor einem Gartenzaun mit grob gezimmertem Tor, das halb geöffnet war. Offenbar wurden sie erwartet. Sie rollten in den Hof. Das Haupthaus war einstöckig gemauert, ringsum im Kreis standen kleine Holzhütten, ein ausrangierter Schulbus, umfunktioniert zur Schlafstätte, oben in den Wipfeln Baumhäuser, alle in unterschiedlichen Farben. Ein hölzerner Regenbogen. Von irgendwoher kam ein Hund, wedelte freudig, die schwarzen Lefzen nach hinten gezogen, als lächelte er und nahm direkt Kurs auf Sunshine, der das zwischen seinen Knien wuselnde Tier freudig begrüßte, in hohem Singsang, als spräche er mit einem Baby.
Eine junge Frau trat mit weit geöffneten Armen aus dem Haus. Auch sie trug Kleidung in den Farben des Regenbogens. »Du musst Margot sein«, drückte sie die Reisende an sich, als wären sie sich schon oft begegnet. »Ich bin Lore.« Margot erwiderte die herzliche Umarmung und fühlte sich gleich zu Hause. Sunshine und Lore begrüßten sich wie alte Freunde, schnatterten auf Nepali, bis Lore wieder ins Englische wechselte. »Wie lange wollt ihr bleiben? Ein Wochenende? Dann nehmt doch unsere Honeymoon-Suite.« Sie zeigte auf ein Baumhaus auf der anderen Hofseite. Die schmale Leiter war in Regenbogenfarben gestrichen. Margot kletterte zuerst hinauf. Mit ihrem ledierten Bein hatte sie Mühe. »Was ist los? Bist du hier im Flachland außer Atem?« neckte Sanjay. Sie verzog das Gesicht. Oben auf der Plattform zog sie die Hose hoch und untersuchte den inzwischen gräulich-gelben Fleck auf ihrer Wade. »Die Spuren eines Attentats auf die Kämpferin für Gerechtigkeit, Margot aus Berlin«, sagte sie lachend. »Was ist passiert? Wer hat dich angegriffen?« fragte Sanjay entsetzt. »Nein, nein, keine Sorge. Ich hatte einen kleinen Fahrradunfall in Tamil. Die Kette ist gerissen, als ich auf dem Weg war, von unserem Bauunternehmer Geld zurückzufordern.« »Du hast Geld zurückgefordert?« »Ja, weißt du, mein Mitarbeiter hat zu viel für minderwertige Türen gezahlt. Das konnte ich nicht durchgehen lassen. Die Finanzen müssen stimmen. Wir arbeiten schließlich mit Spendengeldern. Ich habe das Geld zurückgefordert. Und wiederbekommen«, schloss sie triumphierend. Doch Sanjay blieb ernst. »Das ist nicht lustig, Margot. Du musst auf dich aufpassen. Mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen.« Sie stutzte. »Komisch, das hat mein Mitarbeiter auch schon gesagt. Was ist das Problem?« »Ach, vergiss es. Ich will dich nicht beunruhigen«, wiegelte Sanjay ab. »Bestimmt hast du alles richtig gemacht. Weißt du, in Kathmandu kennt jeder jeden. Alles ist verflochten. Und Projekte mit ausländischen Geldgebern wecken Begehrlichkeiten. Überlege dir einfach gut, wem du auf die Füße trittst. Nicht alle Nepalis sind so verrückt nach dir wie ich«, beendete Sanjay das Thema. Sie errötete und wies auf die grün gestrichene Tür der Bambushütte. »Schau mal, wie süß!« In weißen, geschwungenen Lettern prangte der Schriftzug »Happiness«. Sie öffnete die Tür und trat ein. Auf dem Boden lag eine breite Matratze mit frischer Bettwäsche. Am Giebel darüber war ein Moskitonetz befestigt. Neben dem Baumhaus befand sich auf einer weiteren Ebene ein kleines WC-Häuschen mit Ökotoilette. Durch Streuen von Holzspänen wurde Geruchsentwicklung vermieden und die Kompostierung unterstützt. Zwischen den Gebäuden hing eine Hängematte. Sanjay warf sich hinein und begann zu schaukeln. Mit dem Zeigefinger lockte er Margot, die sich neben ihn zwängte, halb auf ihm lag. Sanjay zauberte ein Vidi hervor. Sie rauchten und verträumten den Tag. Mit dem frühen Vogelgezwitscher schälten sie sich aus ihrem kuscheligen Bett in der Evergreen Eco Lodge in Sauraha. Im Morgengrauen, während sich die ersten Sonnenstrahlen durch den Frühnebel kämpften, wanderten sie an das Ufer des Flusses. Bunurendra auf sie wartete, ihr Guide. Er wies Margot und Sanjay ein und zeigte auf zwei Kanus. Narendra stieg in das eine, sie erklommen das andere und schon fuhren sie in das Herz des Dschungels. Gemächlich schipperten sie den Fluss entlang. Bald entdeckten sie Krokodile, die am Ufer auf der Lauer lagen, Pfaue im Hochzeitskostüm und andere Frühaufsteher. Makakenweibchen trugen ihr Junges auf dem Rücken und lausten sich gegenseitig. Schmetterlinge küssten sich im Fluge, in der Ferne graste eine Horde Elefanten und vereinzelte Nashörner, dazwischen starksten Graureiher. Ein knallblauer Vogel stob in die Luft. »Das ist ein Kingfisher«, bemerkte Sanjay. Am Ufer schnatterten braune Enten aus Sibirien. »Die haben's gut. Die fliegen über alle Grenzen hinweg und entscheiden selbst, wo sie leben wollen«, sagte Narendra. Nach etwa anderthalb Stunden sprangen sie aus dem Kanu und standen mitten im Chitwan-Nationalpark. Bevor sie ihre Reise zu Fuß fortsetzten, erklärte Narendra die wichtigsten Verhaltensregeln für die Begegnung mit wilden Tieren.
Regel Nummer 1, schleichen wie eine Katze. Also nicht auf trockene Blätter, Äste oder anderes Gestrüpp treten, um so leise wie möglich durch den Dschungel zu pirschen. Wie verhalte ich mich, wenn ein Elefant hinter mir her ist? Nicht zwischen den Elefanten und einem Baum stellen. Er würde dich zerquetschen, sagte er mit Blick auf Margot. Besser? Hinter einem Busch oder großen Baum verstecken. Margot nickte wissend. Narendra fuhr fort. Begegnen wir einem Nashorn, dann flitzen wir im Zickzackkurs, um es abzuschütteln. Nashörner können zwar schnell rennen, sind aber so schwerfällig, dass sie nur schwer die Richtung ändern können. Wenn möglich, rette dich auf einen Baum. Narendra prüfte ihre Aufmerksamkeit, dann sprach er weiter. Bei einer Begegnung mit einem Bären werden wir eine Gruppe, damit wir größer wirken. Er zeigte auf seinen Stock. Damit würde er ihn davonjagen. Er wies auf Margos helle Bluse. Wichtig für eine Begegnung mit einem Tiger, kein Rot tragen. Ansonsten mit festem Blick niederstarren und Angst einjagen. Margo bezweifelte, ob ihr das gelänge. Vermutlich würde sie versuchen, ihn zu umarmen und dann gefressen werden. Gewappnet wie echte Dschungelkämpfer starteten sie ihre Safari. Es war so aufregend, sich im Lebensraum wilder Tiere zu bewegen. Narendra ermahnte sie, sich unauffällig zu verhalten, da sie quasi durch das Wohnzimmer der Tiere marschierten, zeigte auf frische Bärenspuren, abgeknickte Büsche, an denen Elefanten sich gerieben hatten, und dann entdeckten sie an einem kleinen Flüsschen die Abdrücke eines Tigers, der es kurz vorher hier getrunken haben musste. An einem Baumstumpf zeigte Narendra frische Kratzspuren und reichte Margo ein Tigerhaar. Elektrisiert untersuchte sie es. Weiß und fester als gedacht, vielleicht vom Schnurrbart und daher etwas stachelig. Sie überlegte, ob sie es essen sollte, um dem Tiger ganz nahe zu sein, gab es dann aber an Sanjay weiter. Im Sand entdeckte Narendra weitere frische Spuren. Margos Herz klopfte bis zum Hals. Zu wissen, dass die größte Raubkatze da draußen lauerte, sich womöglich nur wenige Meter entfernt vor ihnen versteckte, machte sie high. Und schon erwartete sie die nächste Aufregung. Direkt am Uferrand des Flüsschens sonnten sich Krokodile. Eines verschwand unter Wasser und Margot fragte sich, ob es mit geöffnetem Maul ein paar Meter weiter nur darauf wartete, dass er den falschen Schritt machte. Zu ihrer Überraschung forderte Narendra sie kurz danach auf, die Hosen hochzukrempeln und durch den Fluss zu warten. Und die Krokodile? Fragte sie mit hoher Stimme. Keine Angst, das Wasser ist hier viel zu seicht für die, beruhigte Narendra. Mit klopfendem Herzen durchwateten sie den Fluss und erreichten sicher das andere Ufer, wo sie ihren Weg zwischen hohen Gräsern und Büschen fortsetzten, bis Narendra ein Zeichen gab. Sie hielten den Atem an und lauschten auf die vielstimmigen Geräusche des Dschungels. Sie schlichen wie die Katzen. Dann blieb Narendra abrupt stehen. Vor ihnen standen drei Nashörner und mampften frisches Gras. Schritt für Schritt schlichen sie näher, um Fotos zu machen. Da vergaß Sanjay den Katzentritt und trat auf einen Ast. Das Geräusch zerriss die Stille wie ein Schuss. Ein Nashorn wackelte nervös mit den Ohren und blickte genau in ihre Richtung. Narendra fuchtelte wild und die Menschen rasten wie aufgeregte Hühner davon. Margot konnte trotzdem noch schnell ein paar Fotos schießen. Als sie sich in sicherer Entfernung wieder gesammelt hatten, zählte Narendra ihre Vergehen auf. Sie hatten so ziemlich alles falsch gemacht. Betreten grinsten sie sich an. Oh, mein Glück gehabt. Vermutlich grinste auch das Nashorn zufrieden, bewegte es sich doch keinen Zentimeter und verscheuchte dennoch die Eindringlinge. Schließlich traten sie den Rückweg an, als sie schwarzen Rauch bemerkten. Der Dschungel knackte und loderte lichterloh, eine wabernde Flammenwand fraß sich bedrohlich näher. Doch Narendra beruhigte sie. Der Wald werde kontrolliert abgebrannt, um das trockene Gestrüpp loszuwerden, frischem Gras und neuen Trieben für die Tiere Raum zu geben. Darum ist jetzt die beste Zeit für einen Besuch im Dschungel, weil sonst das Gras so hoch steht, dass man die wilden Tiere überhaupt nicht sehen kann, erklärte Sanjay.
Auf dem Rückweg machte er sie auf die Aussicht aufmerksam. Sieh mal, erkennst du was? Margot folgte seinem Arm und traute ihren Augen kaum. Ganz weit am Horizont blitzten die schneebedeckten Spitzen des Himalayas. Wow, man kann sie vom Dschungel aus sehen. Was für ein Land. Sunshine freute sich, als hätte sie ihm ein Kompliment gemacht. Am Abend erreichten sie ein kleines Camp mitten im Dschungel. Ein hoher Baum stand in der Mitte des Grundstücks. Darauf war ein zweistöckiges Baumhaus gebaut. Eine hölzerne Wendeltreppe führte zur ersten Etage. Darüber befand sich ihr Schlafraum. Sie legten ihre Rucksäcke ab und machten das Bett, achteten darauf, dass das Moskitonetz gut verschlossen war und rauchten auf der Balustrade eines von Sunshines Bidis. Die Luft schwirrte von unablässigem Gezirpe der Zikaden. Die Sonne verschwand schnell hinter den Wipfeln. Margot spürte die unglaubliche Weite des Himmels. Nie zuvor hatte sie so einen ungetrübten Ausblick erlebt. Mit einem letzten Aufflammen verabschiedete sich die Sonne. Die Farben glühten noch einmal auf wie in Technicolor, als könne man die Farben anfassen, schmecken, spüren. Wo vorhin die Staubschicht lag, glänzte jetzt der Moment wie ein funkelnder Diamant. In diesem Moment ist alles gut, wiederholte Margot ihr Mantra. Sie legten sich in das frische Bett, Margot kuschelte sich in Sunshines Arme, lauschte seinem Herzen. Da klopfte es an der Tür. Mister, Madam, schnell, schnell! Ein wildes Tremolo an der Tür, dann irgendetwas auf Nepali. Sunshine fuhr hoch und packte sie an den Armen. Er war hellwach. Los, schnell, aufstehen, schnell, schnell! Feuerte er sie an. Was ist denn los? Bevor Margot weitere Fragen stellen konnte, war er schon in seine Hosen geschlüpft, zog ein T-Shirt über und zerrte sie hoch. Hier, schnell, zieh dir was an! Bevor Margot überhaupt begriff, was los war, stand sie schon vor der Tür. Narendra war da und hob seinen Finger vor den Mund. Kommt, schnell, flüsterte er. Aber leise, so wie ich es euch gezeigt habe. Schleichen. Er spitzte die Lippen und streckte den Zeigefinger. Schleichen wie ein Leopard. Margot zog scharf den Atem ein, presste die Lippen aufeinander. Sie wagte nicht zu sprechen. Gemeinsam standen sie auf der Balustrade, schauten in die Dunkelheit. Vögel flatterten auf, kreischten eine hohe Melodie. Margots Herz zersprang fast vor Aufregung. Es trommelte so laut, dass sie befürchtete, man könne es im ganzen Dschungel hören. Narendra knipste eine Taschenlampe an und da, mitten im Lichtkegel, stand der Leopard. Er sah sie direkt an. Wie gemalt verharrte das Tier. Nur durch die Bewegung seiner Augen ließ er sie wissen, dass er sie im Blick hatte. Leicht könnte er die kurze Distanz überwinden und zu ihnen auf die Balustrade gelangen. Er ist ein Jäger, der seine Beute auf seinem Baum zerrt, dort oben verspeist und seinen vollen Bauch in einer Astgabel herabhängen lässt, um sein Verdauungsschläfchen zu halten, ein Auge halb geöffnet, die Schnurrhaare in alle Richtungen aufgefächert, jederzeit auf dem Sprung. Margot schaute dem Tier lange in die Augen. In der tiefen Schwärze seiner Pupillen funkelte eine Galaxie aus Diamanten. Margot fühlte eine kosmische Verbindung, als blicke er direkt in ihre Seele. Als wolle er ihr Zeit geben, die Gefahr zu spüren, in der sie sich befand, hielt der Leopard ihren Blick stand. Sie betrachtete das Fell, das trotz der Dunkelheit geschmeidig glänzte, erkannte die schwarzen Tupfen auf der goldenen Robe. Margot empfand Demut vor der unfassbaren Schönheit der Natur. Das seidige Fell stand dem Tier am besten. Wie konnte man als Mensch nur auf die Idee kommen, sich damit schmücken zu wollen? Plötzlich zuckte der Leopard mit der Schwanzspitze wie ein Zirkusdirektor mit der Peitsche und die Vorstellung war beendet. In einer eleganten Bewegung drehte er sich um und verschwand im Dunkel der Nacht. Margot blinzelte, schaute zu Narendra, zu Sunshine. War das jetzt wirklich ein Leopard? Ja, meine süße Mango,
Hatte ich nicht gesagt, wir beide haben Glück? Jetzt hat er sich uns gezeigt. Woher wusstest du, dass er hier ist? Fragte sie Narendra. Der zeigte in eine Richtung und machte sie auf die kurzen Schreie der Vögel aufmerksam. Dort hinten schleicht er jetzt umher. Die Vögel sagen mir, wo er sich bewegt. Sanjay wollte etwas erwidern, blieb aber stumm. Was denn? Fragte Margot. Gleich. Sie bedankten sich bei Narendra und krochen zurück in ihr Bett. Wieder schmiegte sie sich in seine Arme. Du wolltest etwas sagen? Sie spürte, dass er lächelte, obwohl sie ihn nicht sah. Das, was du gerade gefühlt hast, war Respekt vor der Schönheit der Natur, nicht wahr? Flüsterte er. Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr er fort. Wenn du dein Leben in eine Form bringen willst, brauchst du 4 Komponenten. Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Mut hast du ja, das weiß ich, ergänzte er und drückte sie fester an sich. Aha, es ist dann wohl die Lebensformel, nach der alle Welt sucht, antwortete sie. Sanjay ging nicht darauf ein. Stattdessen sprach er leise weiter. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass wir den Leoparden heute gesehen haben. Die Leoparden bevorzugen ein Leben in Einsamkeit und sind sehr schwer zu finden. Ihn in seiner natürlichen Umgebung zu sehen, ist etwas Besonderes. So wie wir beide. Er zog sie näher zu sich. Was heißt Leopard in deiner Sprache? Fragte sie. Chituba. Sag es nochmal. Chituba. Sie mochte, wie er es aussprach und wiederholte es flüsternd. Chituba. Wusstest du, dass Leoparden auch auf Bäumen leben? Ja, das weiß ich. Er verbringt die meiste Zeit auf den Bäumen und hat eine große Begabung zum Klettern. Wir nennen ihn den stillen, baumbewohnenden Killer. Der Leopard ist mein Lieblingstier. Er ist so elegant und majestätisch, dabei ganz eigen und gefährdet. Der Mensch raubt ihm seine Jagdgründe und wenn er dann eine Ziege reißt oder vielleicht sogar ein kleines Kind angreift, dann wird er gejagt und ermordet. Wegen seines schönen Fells ist er begehrt, aber doch gefürchtet. Ein einzigartiges Tier. Leider gibt es nicht mehr viele davon. Weniger als 1000 in ganz Nepal. Die Wilderei ist einer der Hauptgründe für den Rückgang der Leopardenpopulation. Wenn die Regierung nicht bald Maßnahmen zu seiner Rettung unternimmt, wird er bald ausgestorben sein. Jetzt, wo wir ihn gesehen haben, wird er in unseren Herzen ewig leben. Er drückte sie fester an sich. Deshalb ist es so besonders, dass wir ihn zusammen gesehen haben. Mit klopfenden Herzen lagen sie beisammen. Ihre Hände wanderten zueinander in einem stillen Schwur. Dann summte eine Melodie. Margot lauschte seiner Stimme und hörte auf die Geräusche des Dschungels. Ein Vogel krächzte draußen in den hohen Ästen des Saalbaumes, auf dessen feste Arme sie vertrauten. Sie verlor sich in einem Dämmerzustand zwischen Tag und Traum. Dabei landete sie beim Rhythmus seines Herzschlags. Jetzt fühlte sie den Leoparden. Sie lag auf seiner Brust und hörte, wie das Herz des Leoparden nur für sie schlug. »Mein Herz ist dein«, sagte er. Sie fühlte eine tiefe Verbundenheit, die über die körperliche Anziehungskraft hinausging. Dieser Moment war vollkommen. Oh, das war so schön. Also, ich war dabei. Dankeschön. Das freut mich. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Aber jetzt reden wir erstmal. Ja. Wir gönnen den Hörern eine kurze Verschnaufpause und solange unterhalten wir uns. Stell doch bitte mal deine Figuren ein bisschen vor. Ja, sehr gerne. Also, da geht es natürlich zunächst einmal um Margot. Margot ist kein ganz einfacher Charakter. Also sie ist in der NGO-Szene als Pedantin verschrien. Dabei nimmt sie es privat nicht ganz so genau. Sie trägt immer roten Lippenstift, betrinkt sich auf Partys, kifft und fängt auch noch eine Affäre mit einem Nepali an. Und das ist von der Organisation eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Dann haben wir Sanjay. Er ist Musiker aus Kathmandu, also aus Nepal. Er gehört einer höheren Kaste an und erlaubt sich ein, ja, sagen wir, freieres Leben als gewöhnliche Nepalis. Er hat mit Drogen zu tun
Und er lässt dadurch bei Margot Zweifel aufkommen, ob er es so richtig ernst mit ihr meint oder was da seine Beweggründe sind. Und seine Verstrickungen werden ihm dann leider, leider zum Verhängnis und posthum beweist er Margot seine Liebe. Dann gibt es noch Ram. Er ist ehemaliger Generalinspektor der Polizei Kathmandus und auch gleichzeitig Margos Vermieter, der sie sofort in die Familie aufnimmt. Er ist außergewöhnlich herzlich und offen und er weiß mehr über Margo und ihren Freund, als ihr lieb ist. Und neben anderen menschlichen Figuren gibt es noch eine tierische Hauptperson, und zwar den Hund Bai. Das ist ein Straßenhund, der von Margo aufgenommen wird. Und es gelingt ihm, in Margos Herz zu schleichen. Er findet leider auch ein tragisches Ende, aber er hinterlässt eine ganz wichtige Erkenntnis bei Margo. Das hört sich spannend an, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Aber jetzt sprechen wir erstmal über den Ort, wo dein Buch spielt. Vielleicht magst du darüber ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Also das Buch spielt in Nepal. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich selber auch 2 Jahre in Nepal gelebt habe. Und was ich so wirklich besonders finde an Nepal, sind die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Also diese ansteckende Freundlichkeit, ihre Spiritualität und die Zuversicht, die haben mich wirklich tiefst beeindruckt. Ich habe ja in Kathmandu gelebt und in Sindhupalchok gearbeitet. Das ist ein Ort, eigentlich nur 60 Kilometer entfernt von Kathmandu, aber aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse haben wir dann immer gleich einen Stopover. Also wir haben dann die Nacht dort verbracht und manchmal auch mehrere Tage dann im Projektgebiet. Und es ist wirklich für uns westlich geprägte Menschen teilweise schwer zu sehen, in welcher Armut die Menschen leben. Aber in einem sind uns die Menschen absolut voraus und das ist ihr Lächeln. Das habe ich so oft erlebt. Selbst Kinder, die nicht zur Schule gehen durften, die mit ihren Händen gearbeitet haben und Steine geklopft haben oder auf dem Feld gearbeitet haben, die hatten alle so ein strahlendes Lächeln. Das war wirklich zu Herzen gehend. Und das wird auf jeden Fall in meinem Herzen immer weiterleben. Das ist wirklich was ganz Wunderschönes. Und dann gibt es aber eben auch die weniger schönen Zeiten. Vor allem ist es die grassierende Korruption, die den Menschen dort zu schaffen macht. Und ja, wie überall gibt es eben Licht und Schatten. Aber die Menschen, die positiv gestimmten Menschen, die sind wirklich der Schatz, den dieses Land ausmachen. Und dann, das hatte ich ja eben in der Szene auch schon erwähnt, es gibt die Berge. Ich habe mich vor Nepal überhaupt nicht für Berge interessiert, bis ich sie dann mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und seitdem bin ich auch ein großer Fan. Es steht ja auch der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, beziehungsweise Sagarmatha, sagen die Einheimischen, steht in Nepal. Und wenn man davor steht, vor über 8000 Meter hohen Bergen, und man ist selber schon auf 5000 Metern, dann fühlt man sich so klein und unwichtig. Und diese ganzen klitzekleinen Sorgen, die wir Menschen haben, die werden einfach total unwichtig. Und das hat mich Demut gelehrt, dort zu sein. Und dann gibt es aber eben noch, wie gerade gehört, den Dschungel. Also das ist ein ganz kleines Land, aber das hat so viel zu bieten. Dschungel und Berge und wahnsinnig tolle Menschen. Heiß und kalt, viel Regen in der Monsunzeit. Und ansonsten ist es im Sommer warm und im Winter aber eisig kalt. Es gibt dort keine Heizungen. Ja, aber man gewöhnt sich an alles und ja, mit einem Lächeln kann man sich von innen wärmen. Das hört sich gut an. Obwohl gut kann man vielleicht gar nicht so sagen, ne, mit dem, was du alles so erzählt hast jetzt. Aber ja, wir sind da sehr verwöhnt hier. Ja, das schon. Und gerade wenn man dann wieder zurückkommt, das klingt auch in dem Roman an, das kennen vielleicht auch Menschen, die anderswo im Ausland waren und nach längerer Zeit zurückkommen, dann erlebt man häufig diesen Gegenkulturschock, Countercultural Shock, sagen die Soziologen. Also man verhält sich nach für hier westliche Verhältnisse
nach strangen Traditionen oder Mustern. Also zum Beispiel, ich hatte mir dann nicht, also unweigerlich hatte ich mir dann auch das Kopfwackeln der Nepalis angewöhnt oder lange noch, also bis heute grüße ich häufig mit dem Namaste-Gruß. Und wenn man dann zum Beispiel, so wie jetzt in meinem Fall, dann auch im Feld dann lebt und arbeitet und dann mit dem Mütterchen in der Welblichhütte auf dem Boden sitzt und mit den Fingern Dalbat isst und dann kommt man wieder zurück und hat dann im Supermarkt die Auswahl zwischen 50 verschiedenen Joghurtsorten und Haarmilch und Sojamilch und Vollmilch und hast du nicht gesehen, da kann man dann schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Aber mich hat das auf jeden Fall total bereichert, in solchen Ländern gelebt zu haben und auch sicherlich geerdet. Und ja, irgendwie hat es mich auch gelehrt, das hier alles nicht so bierernst zu nehmen. Magst du gleich mal weiterlesen, obwohl ich das total interessant finde, was du erzählst. Es ist wirklich, ich könnte jetzt noch ewig zuhören und ganz viele Fragen stellen, aber du musst erst mal weiterlesen. Ja, sehr gerne. Wir machen jetzt einen ganz großen Sprung. Und zwar ist das jetzt schon das Kapitel 41, also es ist schon kurz vor Ende. Und ich habe das für mich übertitelt, der Kampf und die Erlösung. Und ja, wie die gute Margot dahin kommt, das dürft ihr dann selber rausfinden, wenn ihr das Buch lest. Aber das ist hier auf jeden Fall auch ein Schatz und den teile ich gerne mit euch. Kapitel 41. Obwohl der nepalesische Staat seinen Bürgern nicht wenig Steuern abtrotzte, zeigten sich die offiziellen Gebäude als erbarmungswürdige Zeitzeugen eines Lebens in der dritten Welt. Manche sagten, man könne von außen auf den Zustand im Inneren schließen. Mit festen Schritten, ihr Herzklopfen ignorierend, betrat Margot den Raum, den man ihr vorher genannt hatte. Namaste, Madame. Der Minister verbeugte sich und gebot ihr mit einer Geste, Platz zu nehmen. Sie setzte sich, da klingelte ihr Telefon. Huch, Verzeihung. Sie verzog das Gesicht zu einer peinlich berührten Miene. Ich schalte es sofort ab, drückte demonstrativ darauf und steckte es in ihre Hemdtasche. Nach den üblichen Höflichkeitsfloskeln über deutschen Fußball, deutsches Bier und deutsche Sauberkeit kam Margot zur Sache. Wir von Free the World bitten für den Wiederaufbau in Sindupalchok um Ihre Unterstützung. Die Straße wird nicht zuletzt aufgrund der Belastung durch unsere Materiallieferungen immer schlechter. Wir würden gerne einen Abschnitt der Straße sanieren. Der Minister strich sich über die glatt rasierten Wangen. Gut, gut. Wir könnten durchaus Hilfe beim Bau neuer Straßen benötigen. Wir dachten an ein Joint Venture aus EU-Mitteln und einer, sagen wir, symbolischen Beteiligung Ihres Ministeriums. Der Minister bemühte sich um ein Lächeln. So, so. Sie haben ja schon sehr konkrete Vorstellungen. Durchaus. Wir dachten an ein Projekt wie die Straße nach Melamji, die letzte Woche eingeweiht wurde. Wir könnten dort einen gemeinsamen Ortstermin vereinbaren, sozusagen als Auftakt unserer Kooperation. Immerhin flossen dort bereits deutsche Gelder. Das wäre doch schön für die Zeitung. Die Augen des Ministers flackerten. Warum sollten wir so weit fahren? Hier in Kathmandu gibt es doch auch fotogene Orte, meinen Sie nicht? Ich denke, man könnte dort wunderbar zeigen, wie effektiv die Fördermittel eingesetzt werden. Oder soll ich besser sagen, wie das Geld versickert? Der Minister runzelte die Stirn. Worauf wollen Sie hinaus, Madame? Ich spreche davon, dass der Highway nicht komplett in Stand gesetzt wurde, sondern nur ein winziger Straßenabschnitt. Was auch immer Sie mit dem Rest des Geldes gemacht haben, es floss nicht in den Straßenbau. Das ist ja unerhört. Wenn man sich die Mühe macht, vor Ort nachzuschauen, ist es ein leichtes, den Betrug aufzudecken. Das kann nicht sein. Ich war selbst dort und habe die Straße eingeweiht. Daran zweifle ich nicht. Sie schnippte ausgedruckte Fotos auf den Schreibtisch. Ein paar schlitterten dem Minister auf den Schoß. Er hob eines hoch, betrachtete es kurz und warf es zurück. Was wollen Sie? Sie kommen hierher mit Ihren westlichen Werten, wollen unser Land verändern. Das wissen Sie schon.
Schauen Sie sich doch in Ihrem eigenen Land um. Erzählen Sie mir nichts von sozialer Marktwirtschaft. Jeder weiß, dass es in Deutschland auch nur ums Geld geht. Investoren setzen Milliarden Dollars oder Euros ein, das macht doch keinen Unterschied, und erzielen damit das Doppelte und Dreifache. Kommen Sie nicht aus der Hauptstadt? Sind da nicht auch die Preise in die Höhe geschossen, genau wie in Kathmandu nach dem Erdbeben? Pah, er schnaubte verächtlich. Und Sie wollen uns hier vorschreiben, wie wir korrekt zu arbeiten haben? Wieso sind Sie überhaupt hier? Ihr Weltverbesserer kommt doch mit der Welt nicht zurecht. Warum retten Sie die Welt nicht bei sich zu Hause? Da will sie wohl keiner. Immerhin schien der Minister Humor zu haben. Ich glaube nicht, dass meine Beweggründe Sie etwas angehen. Ich bin hier, um Schulen zu bauen. Ich tue das nicht für Sie, sondern für die Kinder Nepals. Das ist ja löblich, Madame. Aber Sie unterschätzen, dass wir hier grundsätzliche Probleme haben, die auch Ihre Schulen nicht lösen werden. Außerdem haben Sie Ihren Laden selbst nicht im Griff, wie ich aus sicherer Quelle weiß. Margot schluckte und versuchte, den Giftpeilen des Ministers auszuweichen. Mag sein, aber ich versuche es zumindest. Und ich habe nicht die Absicht, mich selbst zu bereichern. Madame, Sie sind jung. Sie müssen lernen, die Tatsachen zu akzeptieren. Wir kämpfen hier ums Überleben. Da muss man eben manchmal mit härteren Bandagen kämpfen. Sie haben ja keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Zufällig habe ich erfahren, Herr Minister, dass Sie den Highway to Heaven nicht nur beim Straßenbau bereiten. Wie bitte? Sie sind ja wahnsinnig. Er rief etwas in Richtung Tür. Sofort standen zwei uniformierte Wächter bereit. Mit einer fließenden Bewegung drückte sie auf ihr Telefon, das sogleich klingelte. Sanchez' Stimme erklang aus dem Apparat. Der Minister erstarrte, als er realisierte, wie seine eigene Stimme Dinge aussprach, die Margot in der englischen Übersetzung inzwischen auswendig konnte. Jetzt war der Minister in seinem verknitterten grauen Anzug kreidebleich. Schnell schleuderte er ein Kommando in Richtung der Wachen, die sich daraufhin zurückzogen. Die Pupillen des Ministers weiteten sich. Er zupfte an seinem Hemdkragen, fächerte sich frische Luft zu. Als sie sich sicher war, dass er verstanden hatte, stoppte sie die Aufnahme. Was werden denn Ihre Geschäftsfreunde dazu sagen, wenn sie erfahren, dass der Herr Minister sich ein zweites Standbein aufgebaut hat? Sie werden ihren Anteil einfordern. Lassen Sie das, hatte sich der Minister wieder gefangen. Diese naive Form der Erpressung hat schon Ihr kleiner Freund versucht, er grinste feist. Mit fatalem Ausgang, nicht wahr? Und Sie glauben, Ihrer imperialen Arroganz, Sie seien besser als er? Er verschränkte die Arme vor der Brust. Offenbar war die Audienz beendet. Mit einem Sprung fegte Margot über den Schreibtisch. Als habe ein Dämon von ihr Besitz ergriffen, stürzte sie sich auf den untersetzten Mann, der einen halben Kopf kleiner war, und packte ihn am Hals. »Mörder! Sie haben meinen Freund umgebracht!« Mit ungeahnter Wendigkeit wirbelte der Minister von seinem Stuhl und drückte sie mit seiner Leibesfülle gegen den Schreibtisch. »Glauben Sie, Sie können hier einfach so hereinspazieren mit Ihren NGO-Geschichten? Wie ignorant seid Ihr, Wester, überhaupt? Aber das war zu viel, Miss Margot. Ich spendiere Ihnen einen längeren Aufhalt in einer unserer legendären Unterkünfte, diesmal aber mit Sonderbehandlung.« Spucke Fäden trafen ihr Gesicht. Nichts gegen Ihre lächerliche Hilfsorganisation, die soll mir noch nützlich sein. Aber Sie, Madame, werden Ihren Liebsten bald im Nirvana wiedersehen. Das wünschen Sie sich doch, nicht wahr? Zog er mit kräftigem Griff ihren Kopf zu sich, als wolle er sie küssen. Als sie versuchte, ihn mit aller Kraft von sich zu drücken, würgte er sie so fest, dass sie Sterne sah. Mit beiden Händen schlug Margot auf ihn ein, aber ohne nennenswerten Erfolg. An den Rändern ihres Blickfelds wuchsen dunkle Schatten. Sie war kurz davor aufzugeben. Für einen Moment blieb die Welt stehen. Plötzlich spürte sie Sanchez' Energie. Seine Anwesenheit erfüllte ihre Sinne. Der Raum vibrierte. Ein Ruck ging durch die Welt wie ein Erdbeben. Mit letzter Kraft zog sie ihr Knie hoch zwischen seine Beine. Er schnappte nach Luft, wich zurück. Mit aufgerissenen Augen und schmerzverzerrt offenem Mund hing das Gesicht des ehrwürdigen Ministers vor ihr wie ein Ballon. Der Schmerz über Sanchez' Tod und die Wut auf ihren Feind bauten sich auf wie eine mächtige Woge.
Ruhig stieß sie ihren Kopf nach vorne und spürte sein Nasenbein brechen. Sie hörte laute Rufe auf Nepali. Die beiden uniformierten Wachen standen ungläubig in der Tür, blickten unsicher hinter sich, verharrten regungslos und nahmen militärische Haltung ein, als Ram den Raum betrat. »Genug«, rief er auf Englisch. Marco wich zurück. Der Minister schützte sein blutendes Gesicht mit beiden Armen. »Ich denke, wir haben genug gehört«, adressierte Ram die Wachen. »Nehmt ihn mit!« Ram führte sie wie seine Patientin aus dem Department of Roads. Sie stiegen in seinen großen Wagen, den der Chauffeur trotz der vielen Schlaglöcher geschmeidig zurück nach Baluwatar lenkte. Ungeachtet ihres schmerzenden Halses breitete sich tiefer Frieden in ihr aus. »Wie geht es dir?« erkundigte sich Ram mitfühlend. »Ich bin okay«, krächzte sie. »Tut mir leid, dass ich nicht früher eingegriffen habe«, hob Ram die Schultern. »Ich wollte sicher gehen, dass wir alles aufgenommen haben.« Er klopfte auf sein Smartphone. »Du hättest mich informieren müssen, was du vorhast. Einfach dort hineinmarschieren und mich heimlich anrufen. Das hätte auch schief gehen können.« Trotz der Ermahnung glänzten seine Augen wohlwollend. »An dir ist eine Geheimagentin verloren gegangen, Margot. Nur den Kampf. Den hättest du dir sparen können.« Ein triumphierendes Grinsen überzog ihr Gesicht. »Entschuldige bitte, Ramji. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich musste ihn zur Rede stellen. Na, dann habe ich improvisiert. Dich einzuschalten war jedenfalls meine beste Idee.« Sie wurde wieder ernst. »Und was passiert jetzt mit ihm?« »Unsere Gerichtsbarkeit für Korruption im Amt, die Commission for the Investigation of Abuse of Authority, wird sich darum kümmern.« »Danke, Ramji.« »Keine Ursache, Margot. Es ist vorbei. Ruh dich aus.« Er zeigte wieder sein strahlendes Lächeln. »Ich habe dir von Anfang an gesagt, du gehörst zur Familie. Jetzt hast du bewiesen, dass der Kampf für Gerechtigkeit auch deine Aufgabe ist.« Gleich wurde er wieder sachlich. »Außerdem war mir das Gebaren des Ministers schon lange ein Dorn im Auge. Leider konnte ich meinen Verdacht nie begründen.« Der Fahrer steuerte den Wagen gelassen durch die unwegsamen Straßen, berührte kaum die Hupe. Nach einer Weile blieben sie im Stau stehen. Margot ließ sich in den bequemen Ledersitz sinken und blendete das Verkehrschaos für einen Moment aus. Sanchez' Gesicht tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Still trauerte sie um ihn. Für sie hatte er alles gegeben, sogar sein Leben. Ram lächelte gutmütig wie ein Vater. Als sie an einem Tempel vorbeikamen, erhaschte sie einen Blick auf die Augen Buddhas, die riesengroß auf die Tempelmauer gemalt waren. Sie schickten die Erkenntnis wie ein göttliches Zeichen. Ihr halbes Leben hatte sie darauf verwendet, auf ihren Auslandseinsätzen die Welt zu verbessern, doch sie war gescheitert. Die Welt würde sich nicht ändern durch ihre Anstrengungen. Hatte sie sich all die Jahre nur selbst abgelenkt, um sich nicht mit ihrem Vater und den Verletzungen ihrer Kindheit auseinandersetzen zu müssen? Sie schnaufte schwer. Buddhas gütige Augen entlarvten ihre Lebenslüge. Immer hatte sie geglaubt, sie müsse der Welt beweisen, dass sie die Beste ist, um geliebt zu werden. Sie hatte sich von der Zuneigung ihres abwesenden Vaters abhängig gemacht, dass sie nur mit ihm ein ganzer Mensch sei. Dabei hatte sie all die Jahre eine Vaterfigur an ihrer Seite gehabt. Herr Schneider war ihr immer nahe gewesen, hatte sie gefördert und das Beste in ihr geweckt. Blind für seine Güte hatte sie sich von ihrer Verletzung beherrschen lassen und war einer Illusion hinterhergerannt. Verschmitzt blickte sie zu Ram, der zurücklächelte. Nicht ihr Vater hatte sie beschützt. Nein, es war Ram, der spontan zur Hilfe eilte und die Verbindungen hatte, den Minister vor Gericht zu bringen. Eine innere Sonne breitete sich in ihr aus. Sie konnte sich nicht mehr zurückhalten und lachte laut auf. »Wie der Minister glotzte, als du aufgetaucht bist«, kicherte sie. »Ja, dem haben wir es gezeigt, was?« Beide prusteten vor Lachen und auch der Fahrer linste in den Rückspiegel und grinste breit. Mit dem Lachen schüttelte sie die Anstrengungen der vergangenen Jahre ab. Obwohl ihr Herz über Sanchez' Verlust trauerte, hatte er sie mit seiner Liebe befreit. Und sie konnte ihr Herz öffnen auf eine Weise, die ihr neu war. Sie trocknete die Lachtränen.
Endlich brachte sie den Mut auf, Ram über Sunshine zu befragen und erfuhr, dass Ram die ganze Zeit über die Aktivitäten ihres Liebhabers im Bilde war und auch über ihren Graskonsum. Er hatte sie gewähren lassen, weil er als aufgeklärter Nepali den westlichen Lebensstil kannte und wusste, dass sie mit Abschluss ihres Projektes das Land verlassen würde. Von Markus' Gefängnisaufenthalt erfuhr er erst spät, weil er sich mit seiner Frau und den Angestellten im Landhaus aufhielt. Wieder zu Hause verkündete Ram, er habe noch etwas zu erledigen. Sie verabschiedeten sich herzlich unter Rams wiederholten Chaios rufen und der Wagen braust davon. Als Margot den Hof betrat, suchte sie, einem Impuls folgend, die Stelle, an der sie Bai tot aufgefunden hatte. Die Hände vor der Brust aneinandergelegt, stand sie in kontemplativer Versenkung. Sie begriff nun die Botschaft ihres Herzens. Ihre innere Leere konnte niemand füllen. Kein Sunshine, kein Bai, kein Baul, kein Vater, keine Mission und auch keine Wohnung. Die Leere in ihrem Herzen konnte nur sie selbst füllen. Der kleine Hund hatte ihr gegeben, was sie vorher am falschen Ort gesucht hatte. Bedingungslose Liebe. Sie hatte versucht, ihn abzuschütteln, wie sie es mit allen ihr nahestehenden Wesen getan hatte. Bai aber eroberte ihr Herz. Und Sunshine war vielleicht nicht in ihr Leben gekommen, damit sie es miteinander verbrachten, sondern um ihr zu zeigen, wie es sein sollte. So viel Liebe hatte sie hier in Nepal erfahren. Sie spürte nun eine spirituelle Verbundenheit zu den Lebenden und den Toten. Denn Trauer ist die einzige Emotion mit positiver Energie. Liebe. Sie spürte ein nie gekanntes Gefühl der Vollkommenheit in ihrem tiefsten Inneren. Diese Energie war so stark, dass sie fast hyperventilierte. Sie spürte die Schleusen zur Unendlichkeit sich öffnen in einem weißen Licht, fühlte sich kraftvoll aufgeladen, voller Zuversicht und Vertrauen in die Welt. Nie war sie mehr bei sich gewesen. Sie war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Alles war gut. Jetzt muss sie sich nicht mehr anstrengen, eine andere sein, um geliebt zu werden. Sie fühlte sich angenommen von der Welt und angenommen an dem Platz, an den sie gehörte. In ihrem eigenen Herzen. Sie hatte die Tür, die sie anderen gegenüber verschlossen hielt, weit geöffnet und damit sich selbst Einlass gewährt. Indem sie den Kampf aufgegeben hatte, hatte sie ihr reines Selbst gewonnen. Oh, das war so schön. Du hörst einfach auf. Ich könnte dir stundenlang zuhören, ganz ehrlich. Das freut mich sehr. Wie man vielleicht gehört hat, liegt mir das natürlich auch alles ganz besonders am Herzen, weil all das, was in dem Buch passiert, ist zwar fiktiv, aber die Gefühle darin sind echt. Also vieles, was Margot erlebt hat, habe ich in veränderter Form selbst durchleben müssen. Und deshalb ist es mir auch ganz, ganz wichtig, die Botschaft des Buches weiterzugeben und auch anderen Mut zu machen, weil ich weiß, dass man aus jeder noch so schrecklichen Situation positiv herauskommen kann. Da gebe ich dir recht. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Fang einfach mal an zu erzählen von der Idee bis zum fertigen Buch. Also die Idee, die hat mich tatsächlich mitten in Balubatar, das ist ein Stadtteil in Kathmandu, überfallen. Also ich bin abends durch die kleinen Gässchen, die auch in dem Buch beschrieben werden, gelaufen. Und auf einmal hatte ich Margot im Kopf. Und seither hat sie mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe davor auch ein anderes Buch geschrieben, Im Schatten der Welle. Und das hatte ich gerade abgeschlossen. Und darin habe ich auch ein wichtiges Kapitel verarbeitet. Und dachte ich, okay, gut, dann bin ich jetzt fertig. Und keine 3 Tage später saß Margot in meinem Kopf. Und dann war ich also in Kathmandu. Und wenn ich dann eben nicht irgendwie im Projektgebiet unterwegs war, dann habe ich da sehr diszipliniert an der Story gearbeitet und die hat mich dann über eine lange Zeit begleitet. Also sie begann in Kathmandu und dann war ich irgendwann wieder zurück in Berlin. Dann hat mich da mein
ein persönlicher Schicksalsschlag ereilt. Deswegen ruhte das Ganze irgendwann. Aber irgendwann, als meine Tränen getrocknet waren, stand dann wieder Margot auf der Matte und hat gesagt, Namaste, wie sieht's aus? Schreiben wir jetzt wieder? Und naja, dann habe ich Margots Geschichte zu Ende geschrieben und jetzt bin ich sehr glücklich darüber, sie mit euch teilen zu dürfen. Gott sei Dank hast du weitergemacht. Ja, ich konnte nicht aufhören. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale? Also ich schreibe sehr gerne in Notizbücher, die ich mir an den jeweiligen Orten gekauft habe, weil die irgendwie so eine bestimmte, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber irgendwie haben die so eine magische Anziehungskraft auf mich und ich liebe es auch mit Füller zu schreiben und ich habe also tatsächlich immer Notizbücher dabei, egal wo und egal wann schreibe ich da rein. Und häufig ist es dann so, dass ich zum Beispiel, sehe, beobachte, erlebe oder höre irgendwas und das schreibe ich mir dann auf. Und oft ist es so, dass dann tatsächlich die Grundstruktur der Szenen dann plötzlich da stehen. Also ich komme dann in den berühmten Flow und dann schreibe ich und dann irgendwann ist der Flow wieder woanders und dann gucke ich, aha, und dann tippe ich das ab und schreibe es mit meinem Computer dann in das digitale Manuskript rein. Warum bist du Autorin geworden? Ah, ich glaube, ich war schon immer Autorin. Ich habe es nur irgendwann entdeckt. Also ich kann nur den Klassiker wiedergeben, den so viele Autorinnen erzählen. Ich habe einfach schon immer geschrieben. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit der Schreibmaschine meines Vaters mit wirklich sehr jungen Jahren, also in die mechanische Schreibmaschine, so was reingetippt habe. Da war ein Blatt Papier und ich habe da meine erste klitzekleine Geschichte geschrieben. Die floss aus mir heraus und habe ich die Seite rausgezogen und dachte mir, oh wow, das habe ich geschrieben. Und ja, ich schreibe einfach schon immer. Und ich habe das dann einfach irgendwann professionalisiert. Also ich habe auch eine Autorenausbildung und habe dann dem Ganzen auch eine professionelle Form gegeben. Jetzt habe ich eine interessante Frage. Mhm. Warum schreibst du über Verlust und Korruption? Ja, also Korruption, das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen. Das ist also insbesondere in Nepal ein Thema, mit dem mich die Einheimischen tatsächlich immer konfrontiert haben. Also sobald ich in einem Gespräch über Hallo, wie geht's hinausgekommen bin, haben sich die Leute darüber beklagt, wie sehr sie darunter leiden. Und das, ich wollte das einfach zeigen. Und das heißt überhaupt nicht, dass alle Leute, die ich gekannt habe, korrupt sind oder gar, dass die NGOs, für die ich gearbeitet habe, irgendwas mit Korruption zu tun haben, sondern ich will damit zeigen, dass es halt in diesem Land ein ganz großes Problem ist. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass wir hier in Deutschland kein Korruptionsproblem haben, aber wirklich ganz konkret, wie es dazu kommt, welche oft äußeren Einflüsse die Leute dazu bringen, ja, entweder selber so zu handeln oder zumindest dem ausgesetzt zu sein, das wollte ich in dem Buch zeigen. Und Verlust, ja, gehört nun mal einfach leider auch zum Leben dazu. So wie Tag und Nacht und Hell und Dunkel und Sonne und Mond gibt es Leben und Tod. Und ich wurde damit sehr heftig konfrontiert. Und ich habe aber gelernt, damit umzugehen und dass man tatsächlich auch aus der größten Trauer heraus positive Energie ziehen kann. Und das möchte ich gerne mit anderen teilen, einfach auch um anderen Mut zu machen. Und es ist natürlich auch immer ein Stück weit Verarbeitung persönlicher Erfahrungen und zum anderen eben aber auch was ganz Universelles, weil wir früher oder später alle damit konfrontiert werden. Und wie man damit umgeht, das kann man in dem Buch lernen. Das finde ich total schön, dass du darüber auch in deinem Buch ein bisschen was geschrieben hast. Wo finden wir dich bei Social Media?
Also ich bin auf Instagram unterwegs als Frau_Andi. Andi mit IE für diejenigen, die es nicht wissen. Und ich mache auch ein kleines bisschen Facebook. Ich mag es aber nicht so gerne und bin eher auf Instagram unterwegs, weil man da nach meiner Erfahrung schöner mit den Menschen interagieren kann. Und da zeige ich zum Beispiel Eindrücke aus Nepal, aber auch anderen Ländern. Ich habe jetzt nicht alle Länder darin aufgeführt, in die ich gereist bin oder wo ich gelebt und gearbeitet habe, aber die wichtigen, also Nepal, Indonesien und Australien. Und ich zeige immer ganz gerne auch so die Gegensätze. Also hier das Abendessen mit der Ama in der Blechhütte und dann mal wieder Rotwein trinken in Tasmanien. Und ich glaube, man kriegt einen ganz guten Eindruck davon, wie vielfältig die Welt ist, wenn man da mal reinguckt. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Du hast ja zwei Szenen vorgelesen. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es weitergeht. Ja, also das Buch gibt es in jedem Buchladen. Und wenn es dort nicht ausliegt, dann kann man das bestellen über das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Dann kann man das direkt bei BOD bestellen zum Beispiel. Auch auf der schrecklichen großen Plattform oder auch einfach im Buchhandel. Also das Herz des Leoparden ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir von den Lesern, dass sie die Lebensformel, die in dem Buch enthalten ist, mit der Welt teilen und im besten Fall auch für sich selber anwenden. Das hast du sehr schön gesagt. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr interessant. Hätte von mir aus auch viel länger gehen können. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch ewig reden können. Das machen wir noch, das holen wir noch nach. Mehr verraten wir jetzt aber nicht. Wann? Okay, und ich schweige. Demnächst, genau. Und ja, vielen Dank, dass du auch so viel erzählt hast und dein tolles Buch vorgestellt hast. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht sehen und hören wir uns und die Lesenden irgendwann mal wieder. Ganz bestimmt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Namaste. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.